Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Kisten-Opening präsentieren. Und zwar wollen wir heute wieder zwei Kisten aufmachen, sowohl eine PvP als auch eine Mythic Plus Kiste. Und ja, ich war letzte Woche nämlich auch wieder fleißig. Wir haben ein bisschen M Plus gespielt, haben ein 15er Key gebastelt. Wieder mehr mit Hängen und Würgen als schön, aber das ist ja in dem Sinne egal, Hauptsache 15. Und dann haben wir auch noch ein bisschen PvP gespielt. Und zwar haben wir da 1737er Rating, 1800 wäre jetzt besser gewesen, aber es sollte nicht sein. Zumindest sind wir auf 1700 und da gibt es dann auch nochmal ein Item, ich glaube 360 müsste es sein. Und ja, wenn es gut läuft, dann kann ich da vielleicht das sogar gebrauchen. Vielleicht gibt es ja bei dem 360er-Item den Gürtel und bei dem anderen, weiß ich nicht, irgendwas Krasses, einen Ring wäre ganz gut. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein. Ich hoffe nur, dass ich keine Hose oder Schuhe krieg und auf jeden Fall nicht noch ein Trinket. Eine Waffe, vielleicht auch nicht so schlecht. Schauen wir mal. Es soll ja dann auf jeden Fall ein Corrupted-Item sein. Und ja, ich habe, glaube ich, Tank eingestellt diesmal. Mal gucken, was da rauskommt. Ich bin skeptisch bei Mythic Plus Kisten mittlerweile. Ein Ring. Komm, bitte hab Versa. Bitte hab Versa, Tempo und Mastery. Ich brauche keinen Crit. Der ist süß, der Ring. Versa Mastery. Nice. Da hat der Täter doch mal Glück. Und was haben wir jetzt hier für einen Keen in 14er Grundsteig? Den kann ich tatsächlich ziemlich gut gebrauchen, den Ring. Tatsächlich. Versa ist noch gut was drauf. Ein bisschen Mastery kann man auch gebrauchen. Tempo aus jeder Quelle ist natürlich schön und eigentlich auch stark. Aber ich bin gerade im Überlegen, ob ich das runternehmen soll. Ja, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie viel Tempo ich habe. Warte mal, gehen wir mal in Bären. Da verändern sich ja manche Werte immer so ein bisschen tatsächlich. Ich habe gar nicht so wenig Tempo. 1217%. Wenn wir jetzt den Ring hier anlegen würden. Gut, das sind 300 Tempo, die hochgehen, ne? Nicht ganz, aber. Ne, warte mal, hier sind. Ach, das war Vielseitigkeit. Ups. Tempo 1300. Naja, 200 sind es. Okay, ich hab dezent übertrieben. Hä? Moment, habe ich da so viel Tempo? Ah. 1300? Müsste. Achso, ich habe den falschen Ring ausgewechselt. Okay, ich bin ein Vollidiot. Okay. Nee, dann sind es gar nicht so viel, was es ausmacht. 100 Tempo sind es. Ja, okay. Gut. Besser als nichts. Aber auf jeden Fall, der Ring von den Stats ist sehr, sehr gut. Kann man nehmen. Defensiv sind das die Biss-Stats tatsächlich. Also Versa ist sowohl offensiv als auch defensiv der beste Stat, den ich haben kann. Und ja, er skaliert halt auch mit diesen ganzen Proc-Geschichten. Deswegen Versa top. Mastery ist defensiv gut. Tempo wäre offensiv besser. Aber auf jeden Fall ein super Ring. Kann man nichts sagen. Was Besseres gibt es, glaube ich, gar nicht als den Ring hier. Weil 445 ist ja das Höchste, was Rollen kann. Und wenn wir jetzt gucken, in Nyalotha kann ja noch ein bisschen was Höheres droppen. Also hier beim Panzer von N'Zoth kann man ja dann noch hier 485 kriegen. Aber ich glaube, da gibt es nicht mal. Ach doch, es gibt einen Ring, der sogar auch sehr gut wäre mit Tempo, Vielseitigkeit. Aber dann hole ich mir einfach halt den als zweiten Ring. Hust, hust. So, gut, das freut mich auf jeden Fall schon mal. Der Ring ist gut. Und jetzt gucken wir mal, was wir in der PvP-Kiste drin haben. 360er-Item müsste ich da einmal rauskriegen. Oh nein, ich habe ein Trinket rausbekommen. Das ist natürlich jetzt nicht gut, weil das Trinket auch tatsächlich nicht so geil ist. Angelegt, wenn eure Gesundheit unter 25% fällt, erhaltet ihr ein Schild, das 6 Sekunden lang 146.000 Schaden absorbiert. Ja, das ist halt leider nicht gut, ja. Ja, nee, das kann ich leider nicht gebrauchen. Es hat zwar einen Sockel, was ganz nett ist, aber das Trinket an sich ist leider nicht gut. Sowohl im PvE als auch im PvP kann ich das jetzt als Tank eher weniger gebrauchen, muss ich sagen. Aber gut, ich hatte beim Ring Glück, kann ich mich nicht beschweren. Ich muss den nachher noch durchsimmen. Ob ich das vielleicht runternehme, den Effekt, oder ob ich den oben lasse, muss ich mal jetzt noch gucken. Und ja, damit wären wir durch mit dem kleinen Kisten-Opening. Das Ganze hat mich jetzt, wenn ich den Ring hier mal anlege, ein bisschen mit dem Item-Level verbessert. Ich glaube, das wird mich sogar auch verbessern. Ich könnte jetzt auch das einfach anlegen. Also Maximalgear wären wir jetzt auf 466, was ganz schick ist dafür, dass ich jetzt ohne Gilde im Moment unterwegs bin und nicht natürlich im Mythic Raid. Da könnte man natürlich jetzt noch höhere Sachen kriegen, aber für den Stand bin ich, denke ich mal, ganz solide aufgestellt. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder oder im Stream. Bin ja mittlerweile auf Twitch am Streamen, könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.